Durch das, dass ich viele Produkte teste, ändert sich meine Gesichtspflegeroutine relativ schnell. Im Winter gehe ich anders mit meiner Haut um, wie ich es jetzt im Frühjahr mache. Und was ich im Moment für eine Routine habe am Morgen, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über meine Gesichtspflegeroutine im Frühjahr am Morgen. Ich habe bereits schon meine Gesichtspflegeroutine am Abend aufgenommen. Das nehme ich meistens immer unter der Woche auf. Euch dabei haben in der Woche ist immer ein bisschen schwierig, weil ich bin mega müde morgens immer. Das kann ich keinem antun. Also, guck mal, unter dem E da findest du meine Gesichtspflegeroutine im Frühjahr am Morgen, einfach mal, am Abend, guckst du einfach mal rein. Und wir reden heute aber über den Morgen. Und am Morgen muss es bei jedem so ein bisschen schnell gehen, auch bei mir. Ich finde, so ein schnelles Produkt ist das Balea Med Waschgel. Gibt es überall bei DM. Ist für einen kleinen Preis zu bekommen. Ich habe diesem Produkt auch schon ein Video geschenkt. Das werde ich dir auch mal unter das i legen. Und ich habe, was das Produkt betrifft, keine Erfahrungen, was Make-up betrifft. Bei Make-up gehe ich tatsächlich her, wenn ich Make-up drauf habe, und nehme ein öliges Produkt. Also nicht gerade ein Waschgel. Aber probiert es gerne mal aus. Ich habe, wie gesagt, damit keine Erfahrungen. Für mich ist es so ein Goodie. Ich habe das schon 4 oder 5 Mal nachgekauft jetzt. Und wie ihr seht, da ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel drin. Also ich mag es und nehme immer eine kleine Menge auf die Hand. Zuerst das Gesicht anfeuchten, kleine Menge auf die Hand und dann aufschäumen. Und dann lasse ich mir dann wirklich so ein bisschen Zeit. Weil, wenn ich Hautpflege betreibe, gerade am Morgen, dann brauche ich das zum Wachwerden. Besonders so dieser Schritt, wenn du dir die ganze Sache wieder runterspülst. Und ich finde, es geht auch unwahrscheinlich leicht runter. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme. Und es gibt es halt echt für einen kleinen Preis. Also Gesichtspflege muss nicht teuer sein. Ich habe teure Produkte in meiner Gesichtspflege drin, aber das kann man auch günstiger gestalten. Und nachhaltig, ohne Mikroplastik inzwischen. Das ist halt richtig toll, dass da eben Hersteller inzwischen wie Balea hergehen. Inzwischen auch namentliche Hersteller, die das Mikroplastik aus den Produkten rauslassen, weil sie einfach merken, der Endverbraucher möchte das nicht. Wir haben nämlich die Macht diesbezüglich. Weiter geht's mit Gesichtswasser. Also generell verwende ich kein Gesichtswasser, so ein Feuchtigkeitsschritt ist aber dennoch eine tolle Sache. Wenn ich Gesichtswasser verwende, dann ist das ein Gesichtswasser mit Wirkstoffen. Ich habe diesem Produkt hier, wie auch den anderen zwei Produkten von der Shenya, ein ganzes Video geschenkt. Auch das verlinke ich dir unter dem i. Da ist heute einiges drin. Und das ist so mein Zwischenschritt. Gerade am Morgen finde ich es toll. Da wacht man halt auf. Das ist so ein bisschen so Erfrischung. Dieses Gesichtswasser kann auch deine Haut so ein bisschen beruhigen. Jetzt habe ich im Moment da überhaupt keine Probleme. Aber wenn du gerade so ein bisschen Stress hast und so, das ist so ein richtig tolles Teil. So sprühst du dir auf. Anfänglich war ich immer noch so ein bisschen zaghaft und dachte mir, oh, ich muss das aufheben. Aber ist so ein leidiges Problem. Weil man muss es ja eigentlich auch aufbrauchen und anfänglich dachte ich so, ich kriege das nicht leer. Naja, fast leer jetzt. Also Gesichtswasser brauche ich nicht notgedrungen, aber der Schritt ist ganz toll und ist so ein Luxusschritt, sage ich immer so schön. Und den habe ich euch natürlich mit aufgenommen, weil ich habe ihn gemacht. Da kommt das Gesichtswasser von der Shenya dran und so als Aufwacher, so als beruhigender Schritt, also das werdet ihr sehr schnell merken, das hat so richtig beruhigende Eigenschaften auf die Haut. Deswegen habe ich das jetzt auch schon so leer gerockt. Nächster Schritt zum Thema Feuchtigkeit ist bei mir ein Serum, was so ein bisschen die Feuchtigkeit in die Haut einschleust. Da ist dieses Isana Serum unwahrscheinlich cool. Dazu habe ich noch kein Video gemacht. Das gibt es schon eine ganze Weile bei Rossmann und ist bei mir fast schon wieder halb leer, nämlich gerade morgens wie abends. Ich finde das Zeug so richtig gut und davon nehme ich meistens immer 3 Pumpstöße. Das Produkt klebt bei mir auf der Haut, lustigerweise bei euch nicht so. Hatte gestern einen Livestream, wo wir ein bisschen über das Produkt gesprochen haben. Also ich kann da so richtig dann, bleibt da schon so ein bisschen dran kleben. Hängt also immer damit zusammen, wie eure Haut beschaffen ist, ob was klebt oder nicht klebt, ob was gut runtergeht oder nicht.
dieses Zeug hier hat nichts mit Age zu tun. Ne? Das ist halt so eine Marketing-Sache wieder. Da ist nichts drin, was irgendwie auch eine junge Haut nicht vertragen könnte. Ich liebe das Zeug. Ich denke, ich werde es echt nachkaufen. Aber da ich halt auch andere Produkte teste, mal gucken. Aber das ist mein absoluter Favorit gerade. Ich feiere es besonders eben nach dem Gesichtswasser. Es ist so ein toller Schritt. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Nächster Schritt ist die Palea Creme mit Urea. Ganz wichtig, die sehen sich alle so ein bisschen ähnlich aus der Ultrasensitive Reihe. Und die ist mit Urea, wie schon erwähnt, 7%. Und ich liebe die Creme. Die ist einfach gut. Die hat so eine richtig tolle Konsistenz. Ich hätte früher nie zu solchen Sachen gegriffen, weil ich mir gedacht hätte, oh, Intensivcreme, die kann nur fettig sein. Aber es hängt auch immer so ein bisschen mit der Formulierung zusammen. Und die liegt nicht auf der Haut drauf. Die zieht schön in die Tiefe ein. Bei mir keine Probleme. Manche Mischungsverhältnisse sind bei mir so, dass die einfach auf der Haut drauf liegen und du kriegst sie einfach gar nicht rein. Die kriege ich immer rein. Ich habe hier so trockene Stellen im Gesicht und deswegen verwende ich die auch. Ich verwende die aber auch im ganzen Gesicht. Da ist Urea halt einfach ein unwahrscheinlich cooler Inhaltsstoff und zu dem Inhaltsstoff habe ich bereits auch schon ein Video gemacht. Musst du dir mal angucken, falls du Urea nicht so gut kennst. Und die Creme kriegst du auch für einen kleinen Preis, glaube ich 4 € oder so bei DM. Hautpflege muss einfach nicht viel kosten und da ist die halt wirklich super. Und wie schon erwähnt, der habe ich ein eigenes Video geschenkt, verlinke ich dir unter dem i. Und das ist für mich einfach der nächste Schritt, der so ein bisschen die Feuchtigkeit einschleust. Und aber das Ganze natürlich am Morgen noch nicht abschließt. Denn jetzt kommt bei mir die Augencreme dran. Und ich werde immer älter. Und je weniger ich schlafe und desto mehr ich arbeite und gestresst bin, desto mehr Furchen habe ich unter den Augen. Und da ist die Naturschön von Alverde auch richtig cool. Und auch zu diesem Produkt habe ich bereits schon ein Video gemacht. Wenn ich noch Platz habe, ich habe jetzt nicht mitgezählt, werde ich auch das dir unter dem i verlinken. Und die kann ich echt empfehlen. Die habe ich ein zweites Mal jetzt gekauft. Das erste Mal ist jetzt noch nicht ganz leer. Aber die habe ich echt leer gerockt. Und ich finde es schön, dass sie inzwischen einfach auf die Idee gekommen sind, bei solchen Produkten erstens der Alkohol wegzulassen, zweitens die Duftstoffe wegzulassen, denn das ist kontraproduktiv. Warum soll denn deine Augencreme nach was riechen? Das hat überhaupt keine Wirkung. Und die klopfe ich mir in der entsprechenden Menge auch unter die Augen ein. Und es kann sein, dass da immer noch so ein bisschen bei mir liegt dran, aber das ist mir egal. Es zieht meistens so oder so an, also an Augencreme spare ich definitiv nicht. Und das ist momentan einfach immer noch die Alverde Augencreme, die mag ich echt gerne, weil die kann man sich auch mal kurz so bei DM holen, die kostet nicht alle Welt. Letzter Schritt ist die Sonnencreme und die ist wirklich der allerwichtigste Schritt. Ich bin kein Mensch, der sagt, du musst exakt 1 Gramm oder 1,5 Gramm auf dem Gesicht auftragen, schaffe ich auch nicht, zumal ich eben auch keine Feinwaage habe. Und ich jetzt nicht so viel draußen rumrenne oder mich in die Sonne knalle oder so. Als wenn du irgendwie eine Wanderung draußen machst und länger der Sonne ausgesetzt wirst, musst du natürlich schon mehr auftragen. Aber je mehr du eigentlich von so einem Produkt aufträgst, desto speckiger wird's. Also es hat einfach einen Grund, warum so eine Sonnencreme so ein bisschen von der Formulierung her ein bisschen fettiger ist. Es gibt welche, die sind's mehr, andere sind's weniger. Dazu gibt es Videos auf dem Kanal Dirty Beauty Talk, die erklären das richtig gut, die erklären das richtig einfach, also man muss da nicht unwahrscheinlich großes Fachwissen haben. Die ist nicht schlecht, die ist aber nicht einfach zu handeln, zu der habe ich noch kein Video gemacht. Die bildet so, jede Sonnencreme bildet einen Film auf der Haut, aber die ganz besonders, bei manchen Leuten bildet es da so ein Pilling, ne? Also da geht das Produkt wieder runter. Und ich weiß, an was das liegt, weil diese Schicht bildet sich bei mir auch. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich die Creme so gut es geht einziehen lasse, also eincreme und vorsichtig eben nicht wie sonst was über die Haut gehe, dann bilden sich bei mir die Würstchen gar nicht. Ne? Also das ist echt tatsächlich eine Sonnencreme, die es jetzt in der Drogerie gibt. Ich finde es schön, dass Drogeriemarken inzwischen eben
auf Mikroplastik verzichten. Mikroplastik bei Sonnencreme ist nämlich ein riesengroßes Problem. Und dazu möchte ich aber ein gesondertes Video machen, also wirklich auch mal so auftragsmäßig zeigen, wie die sich verhält, weil die ist eben nicht ganz so einfach zu handeln. Ich finde die aber von der Konsistenz ganz gut. Ich finde die gar nicht speckig, lustigerweise. Ich kann nur nicht ohne Ende von der auftragen, weil dann pellt sie sich bei mir auch. Aber wenn ich das so mache, wie ich es im Moment mache, funktioniert es ganz gut. Und auch hier, wie gesagt, habe ich die 50. Die gibt es auch in 30. Aber je weniger du eben von so einem Schutz verwendest, desto mehr musst du darauf achten, wirklich die exakte Menge aufzutragen. Dann nehme ich lieber eine hohe. Achte nicht so darauf, dass das jetzt exakt 1 Gramm ist. Und bin da auf der sicheren Seite bezüglich der UVA-Strahlung. Denn uns Frauen ist es wichtig, nicht so tiefe Falten zu kriegen, überhaupt Falten zu kriegen. Das ist ein sehr gutes Anti-Aging-Produkt. Und man braucht es jetzt nicht so unwahrscheinlich dogmatisch aufzutragen, aber regelmäßig aufzutragen, also jeden Tag aufzutragen. Das mit diesem 1 Gramm auf dem Gesicht auftragen, mache ich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich trage sie auf, ich trage sie sehr ergiebig auf, ja, bin da nicht sparsam, aber ich glaube nicht, dass ich da 1 Gramm davon schaffe. Definitiv nicht. Also hierzu wird es definitiv noch ein extra Video geben. Das schließt meine Gesichtspflegeroutine am Morgen jetzt schon. Wie lange mache ich sowas? Mindestens schon fast 2 Jahre her, wende ich das an. Das schließt meine Gesichtspflegeroutine am Morgen jetzt gerade regelmäßig ab. Das hat sich bei mir so eingebunden, wie das Zähneputzen auch. Ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Ich finde es halt nur cool, dass wir jetzt eben in der Drogerie sowas finden. Und da sage ich echt top. Rossmann hat nämlich auch so ein Produkt ohne Mikroplastik inzwischen im Sortiment. Und das finde ich einfach richtig gut. Wie ist deine Gesichtspflegeroutine am Morgen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Ich bin immer gespannt, was ihr so treibt am Morgen. Ihr findet diesmal alles Mögliche unter dem i. Da guckt ihr einfach nochmal ran, was ich verlinkt habe. Ich melde mich an der Stelle ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.